Deutschwörter. Ich lerne Deutsch. Das Arbeitsklima. Рабочая атмосфера. Das Arbeitsklima. Die Kollegen verbessern das Arbeitsklima. Сотрудники улучшают рабочую атмосферу. Die Atmosphäre. Атмосфера. Die Atmosphäre. Sie möchten die Atmosphäre verbessern. Они хотят улучшить атмосферу. Ausreden. Отговаривать, оправдываться. Ausreden. Sie kann sich nicht immer ausreden. Она не всегда может оправдываться. Die Ausstattung. Оборудование. Die Ausstattung. Sie haben die Wohnung renoviert. Они отремонтировали квартиру. Der Besprechungspunkt. Повестка дня. Der Besprechungspunkt. Wir müssen über diesen Besprechungspunkt sprechen. Мы должны обсудить этот вопрос на повестке дня. Der Bestseller. Bestseller. Der Bestseller. Er hat einen Bestseller geschrieben. Он написал Bestseller. Die Beteiligung. Участие. Die Beteiligung. Ich möchte an dieser Beteiligung teilnehmen. Я хочу принять участие в этом мероприятии. Dadurch das. Потому что. Dadurch das. Er kommt nicht dadurch, dass es den Streik gab. Он не приедет, потому что была забастовка. Эффектив. Эффективный. Эффектив. Sie arbeitet sehr effektiv. Она работает очень эффективно. Die Ergänzung. Дополнение. Die Ergänzung. Die Ergänzung vervollständigt den Text. Дополнение завершает текст. Etwas erledigen. Сделать что-то. Etwas erledigen. Ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen. Мне нужно еще выполнить несколько дел. Etwas festlegen. Определить что-то. Etwas festlegen. Wir müssen den Termin festlegen. Нам нужно определить дату. Die Gelegenheit. Возможность. Die Gelegenheit. Ich nutze die Gelegenheit. Я воспользуюсь возможностью. Bieten. Предоставлять. Bieten. Sie bietet ihren Gästen Getränke an. Она предлагает своим гостям напитки. Die Gesprächsregeln, Правила разговора. Die Gesprächsregeln. Sie hält sich strikt an die Gesprächsregeln.
Она строго придерживается правил разговора. Etwas gestalten. Формировать что-то. Etwas gestalten. Sie möchten etwas Neues gestalten. Они хотят что-то новое создать. Sich halten an. Придерживаться чего-то. Sich halten an. Er sollte sich an den Plan halten. Он должен придерживаться плана. In dem путём. In dem sie erreichte ihr Ziel, indem sie hart arbeitete. Она достигла своей цели путём усердной работы. Die Klarheit. Ясность. Die Klarheit. Er bringt Klarheit in die Situation. Он приносит ясность в ситуацию. Kritik üben. Высказывать критику. Kritik üben. Er hat beschlossen, Kritik zu üben. Он решил высказать критику. Leiten. Руководить. Leiten. Frau Köhl wird die Sitzung leiten. Госпожа Кёль будет вести собрание. Das Meeting. Встреча. Das Meeting. Wir haben ein Meeting morgen. У нас завтра встреча. Das Prospektmaterialien. Рекламные материалы. Das Prospektmaterialien. Sie müssen das Prospektmaterialien bearbeiten. Вам нужно обработать рекламные материалы. Der Stand. Состояние положения. Der Stand. Er kann sich nicht standhalten. Он не может сохранить равновесие. Die Tagesordnung. Повестка дня. Die Tagesordnung. Sie haben die Tagesordnung erhalten. Вы получили повестку дня. Der Tagesordnungspunkt. Пункт повестки дня. Der Tagesordnungspunkt. Sie werden den Tagesordnungspunkt diskutieren. Они обсудят вопрос повестки дня. Die Teambesprechung. Совещание команды. Die Teambesprechung. Wir besprechen das nächste Projekt. Мы обсуждаем следующий проект. Die Teamsitzung. Собрание команды. Die Teamsitzung. Wir besprechen die Teamsitzung morgen. Завтра мы обсудим собрание команды. Verfassen. Составлять, написать. Verfassen. Ich verfasse einen Brief. Я составляю письмо. Der Verkaufsberater. Продавец-консультант. Der Verkaufsberater.
Der Verkaufsberater hilft den Kunden im Geschäft. Продавец-консультант помогает клиентам в магазине. Die Verkaufsberaterin. Продавщица-консультантка. Die Verkaufsberaterin. Die Verkaufsberaterin hilft den Kunden. Продавщица-консультант помогает клиентам. Abraten von. Отговаривать от. Abraten von. Sie raten ihm ab. Они отговаривают его. Anwesend. Присутствующий. Anwesend. Er ist immer anwesend. Он всегда присутствует. Die Anzeigenkampagnen. Рекламные кампании. Die Anzeigenkampagnen. Sie führen die Anzeigenkampagnen durch. Они проводят рекламные кампании. Der Aufbau. Сооружение. Der Aufbau. Wir müssen die Aufbauten noch montieren. Нам еще предстоит собрать постройки. Die Ausstellung. Выставка. Die Ausstellung. Wir besuchen die Ausstellung morgen. Мы посетим выставку завтра. Jeden beauftragen. Поручать кому-то. Jeden beauftragen. Ich werde ihn damit beauftragen. Я поручу ему это. Das Beratungsprotokoll. Протокол консультации. Das Beratungsprotokoll. Er fertigt das Beratungsprotokoll an. Он составляет протокол консультации. Druck machen. Оказывать давление. Druck machen. Sie soll nicht zu viel Druck machen. Она не должна оказывать слишком много давления. Der Einzelhandel. Розничная торговля. Der Einzelhandel. Sie schätzen den Einzelhandel. Они ценят розничную торговлю. Das Ergebnisprotokoll. Протокол результатов. Das Ergebnisprotokoll. Sie drucken das Ergebnisprotokoll aus. Они распечатывают протокол результатов. Das Gesprächsprotokoll. Протокол разговора. Das Gesprächsprotokoll. Sie müssen das Gesprächsprotokoll vervollständigen. Вам нужно завершить протокол разговора. Der Gesprächstermin. Встреча. Der Gesprächstermin. Wir vereinbaren einen Gesprächstermin. Мы назначим встречу для обсуждения. Hilfsbereit. Готовый помочь. Hilfsbereit. Er ist immer hilfsbereit. Он всегда готов помочь. Der Messestand. Стенд на выставке.
Der Messestand. Ich muss den Messestand rechtzeitig aufbauen. Мне нужно вовремя подготовить выставочный стенд. Die Möbel messen. Мебельные выставки. Die Möbel messen. Wir besuchen die Möbelmessen. Мы посещаем мебельные выставки. Die Protokollführung. Ведение протокола. Die Protokollführung. Sie übernimmt die Protokollführung. Она берет на себя ведение протокола. Der Standaufbauten. Построение стенда. Der Standaufbauten. Sie planen den Standaufbauten für die Messe. Вы планируете установку стенда для выставки. Der Teamleiter. Руководитель команды. Der Teamleiter. Der Teamleiter organisiert die Arbeit. Руководитель команды организует работу. Die Teamleiterin. Руководительницы команды. Die Teamleiterin. Sie leiten erfolgreich das Team. Они успешно управляют командой. Der Thermosbecher. Термокружка. Der Thermosbecher. Er hat seinen Thermosbecher vergessen. Он забыл свою термокружку. Etwas verschenken. Дарить что-то. Etwas verschenken. Er wollte ihr Blumen verschenken. Он хотел подарить ей цветы. Das Versuchsprotokoll. Протокол эксперимента. Das Versuchsprotokoll. Er wird das Versuchsprotokoll auswerten. Он будет анализировать протокол эксперимента. Die Vertriebsabteilung. Отдел продаж. Die Vertriebsabteilung. Die Vertriebsabteilung organisiert die Strategie. Отдел продаж формирует стратегию. Das Werbegeschenk. Рекламный подарок. Das Werbegeschenk. Er erhielt ein Werbegeschenk von der Firma. Он получил рекламный подарок от компании. Das Werbevideo. Рекламное видео. Das Werbevideo. Sie schaut sich das Werbevideo an. Она смотрит рекламное видео. Aggressiv. Агрессивный. Aggressiv. Sie reagiert oft aggressiv auf Kritik. Она часто реагирует агрессивно на критику. Etwas ansprechen. Обращаться к чему-то. Etwas ansprechen. Sie muss dieses Thema ansprechen. Она должна обратиться к этой теме. Der Arbeitsalltag. Der Arbeitsalltag. Ich schätze die Abwechslung im Arbeitsalltag.
Я ценю разнообразие в рабочем дне. Die Arbeitsatmosphäre. Рабочая атмосфера. Die Arbeitsatmosphäre. Wir können die Arbeitsatmosphäre verbessern. Мы можем улучшить рабочую атмосферу. Auswirken. Влиять. Auswirken. Die Entscheidung wird sich auf alle auswirken. Решение повлияет на всех. Die Auswirkung. Воздействие. Die Auswirkung. Ich möchte die Auswirkung analysieren. Я хочу проанализировать воздействие. Etwas beilegen. Приложить что-то. Etwas beilegen. Bitte legen Sie dem Formular Kopien bei. Пожалуйста, приложите копии к форме. Der Eindruck. Впечатление. Der Eindruck. Ich konnte keinen guten Eindruck hinterlassen. Я не смог произвести хорошее впечатление. Den Eindruck haben. Иметь впечатление. Den Eindruck haben. Sie hat den Eindruck, dass er sie anlügt. У нее впечатление, что он ей врет. Die Du-Botschaft. Сообщение «ты». Die Du-Botschaft. Die Du-Botschaft wird nichts Gutes bringen. Сообщение «ты» не принесет ничего хорошего. Fehlender Respekt. Отсутствие уважения. Fehlender Respekt. Er zeigte fehlenden Respekt. Он проявил отсутствие уважения. Die Gemeinsamkeit. Общее. Die Gemeinsamkeit. Wir betonen die Gemeinsamkeit. Мы подчеркиваем общность. Die Ich-Botschaft. Сообщение «Я». Die Ich-Botschaft. Ich-Botschaften helfen bei der Konfliktlösung. Сообщение «Я» помогают в разрешении конфликтов. Der Kompromiss. Компромисс. Der Kompromiss. Wir müssen einen Kompromiss finden. Мы должны найти компромисс. Kompromisse eingehen. Идти на компромисс. Kompromisse eingehen. Wir können Kompromisse eingehen. Мы можем пойти на компромисс. Кооператив. Кооперативный. Кооператив. Sie arbeiten gemeinsam im Kooperativ. Они работают вместе в кооперативе. Der Leistungsdruck. Давление на результат. Der Leistungsdruck. Sie konnte den Leistungsdruck spüren. Она могла почувствовать давление на результат. Im Kundenservice. В обслуживании клиентов.
im Kundenservice. Ich arbeite im Kundenservice. Я работаю в сфере обслуживания клиентов. Die Anweisung. Инструкция. Die Anweisung. Der Chef überprüft die Anweisung. Начальник проверяет инструкцию. Das Ersatzfahrzeug. Заменяемый автомобиль. Das Ersatzfahrzeug. Sie gibt das Ersatzfahrzeug zurück. Она возвращает сменный автомобиль. Das Ersatzteil. Запасная часть. Das Ersatzteil. Der Mechaniker benötigt Ersatzteilen für Autos. Механику нужны запасные части для автомобилей. Das Fahrzeug. Транспортное средство. Das Fahrzeug. Er prognostiziert, das Fahrzeug zu reparieren. Он прогнозирует ремонт транспортного средства. Der Gebrauchtwagen. Подержанный автомобиль. Der Gebrauchtwagen. Sie haben sich für den Gebrauchtwagen entschieden. Вы выбрали подержанный автомобиль. Die Gehaltsabrechnung. Расчет зарплаты. Die Gehaltsabrechnung. Er erstellt die Gehaltsabrechnung. Он составляет расчет зарплаты. Jeden kontaktieren. Связаться с каждым. Jeden kontaktieren. Er kontaktiert jeden. Он связывается с каждым. Der Kundenservice. Обслуживание клиентов. Der Kundenservice. Sie verbessern den Kundenservice. Они улучшают обслуживание клиентов. Etwas lackieren. Покрасить что-то. Etwas lackieren. Sie möchte das Auto lackieren. Она хочет покрасить машину. Der Liefertermin. Срок поставки. Der Liefertermin. Der Liefertermin wird eingehalten. Срок поставки будет соблюден. Die Lieferverzögerung. Задержка поставки. Die Lieferverzögerung. Der Kunde ärgert sich über die Lieferverzögerung. Клиент раздражается из-за задержки поставки. Der Montagetermin. Срок монтажа. Der Montagetermin. Ich freue mich auf den Montagetermin. Я с нетерпением жду даты установки. Der Neuwagen. Новый автомобиль. Der Neuwagen. Er fährt bald den Neuwagen. Он скоро поедет на новом автомобиле. Preisgünstig. По доступной цене. Preisgünstig. Ich kaufe gerne preisgünstige Kleidung. Я люблю покупать одежду по доступной цене.
Das Reifenlager. Склад шин. Das Reifenlager. Er hat das Reifenlager ordentlich aufgeräumt. Он как следует навел порядок на складе шин. Der Reparaturauftrag. Заказ на ремонт. Der Reparaturauftrag. Sie gibt den Reparaturauftrag auf. Она заказывает услугу ремонта. Der Sommerreifen. Летняя шина. Der Sommerreifen. Er wechselt die Sommerreifen. Он меняет летние шины. Verhandeln. Вести переговоры. Verhandeln. Wir müssen über den Vertrag verhandeln. Мы должны вести переговоры о контракте. Vermitteln. Посредничать. Vermitteln. Ich konnte einen Kompromiss vermitteln. Мне удалось достичь компромисса. Der Vertriebsleiter. Руководитель отдела продаж. Der Vertriebsleiter. Der Vertriebsleiter ist sehr erfahren. Руководитель отдела продаж очень опытен. Vorgehen. Действовать. Vorgehen. Sie muss entschlossen vorgehen. Она должна решительно действовать. Der Wagenparks. Автопарк. Der Wagenparks. Die Firma erneuert den Wagenparks. Компания обновляет автопарк. Das Werbegeschenk. Рекламный подарок. Das Werbegeschenk. Sie hat das Werbegeschenk ausgepackt. Она распаковала рекламный подарок. Den Wert schätzen. Оценить стоимость. Den Wert schätzen. Er schätzt den Wert des Hauses. Он оценивает стоимость дома. Der Winterreifen. Зимняя шина. Der Winterreifen. Sie müssen die Winterreifen montieren. Вы должны установить зимние шины. Etwas anschaffen. Приобретать что-то. Etwas anschaffen. Er muss dringend neues Handy anschaffen. Он должен срочно приобрести новый телефон. Auftauchen. Появляться. Auftauchen. Die Sonne taucht am Horizont auf. Солнце взойдет на горизонте. Daher. Поэтому. Daher. Der Zug fährt daher pünktlich ab. Поэтому поезд отправляется вовремя. Darum. Поэтому. Darum. Er hat darum gebeten. Он попросил об этом. Die technischen Daten. Технические данные.
Die technischen Daten. Bitte überprüfen Sie die technischen Daten. Пожалуйста, проверьте технические данные. Dennoch. Тем не менее. Dennoch. Hat dennoch einen Fehler gemacht. Он тем не менее сделал ошибку. Deshalb. Поэтому. Deshalb. Kann deshalb nicht teilnehmen. Поэтому он не может принять участие. Deswegen. Из-за этого. Deswegen. Entschuldigte sich deswegen bei ihr. Он извинился перед ней за это. Erforderlich. Необходимый. Erforderlich. Die Teilnahme ist erforderlich. Участие обязательно. Folglich. Следовательно, и так. Folglich. Hat folglich das Buch gelesen. Итак, он прочитал книгу. Die Gewährleistung. Гарантия. Die Gewährleistung. Übernimmt keine Gewährleistung für das Produkt. Он не несет ответственности за продукт. Die Geschwindigkeit. Скорость. Die Geschwindigkeit. Sie müssen die Geschwindigkeit reduzieren. Вы должны снизить скорость. Die Hebebühnen. Подъемники. Die Hebebühnen. Sie heben die Hebebühnen an. Они поднимают подъемники. Die Hubhöhen. Высота подъема. Die Hubhöhen. Hat die Hubhöhen des Krans kontrolliert. Он проверил высоту подъема крана. Die Kaufentscheidung. Решение о покупке. Die Kaufentscheidung. Traf die Kaufentscheidung gestern. Решение о покупке он принял вчера. Etwas lagern. Хранить что-то. Etwas lagern. Sie lagern viele Lebensmittel im Keller. Они хранят много продуктов в подвале. Die Lieferzeit. Время доставки. Die Lieferzeit. Sie müssen die Lieferzeit beachten. Вы должны учитывать время доставки. Die Neuanschaffung. Новое приобретение. Die Neuanschaffung. Sie überlegt eine Neuanschaffung. Она обдумывает новое приобретение. Das Qualitätsproblem. Проблема с качеством. Das Qualitätsproblem. Sie lösten das Qualitätsproblem schnell. Они быстро решили проблему с качеством. Der Rabatt. Скидка. Der Rabatt.
Sie bekommen einen Rabatt. Вы получите скидку. Die Raumhöhen. Высота помещений. Die Raumhöhen. Wir müssen die Raumhöhen messen. Нам нужно измерить высоту помещений. Die Tragfähigkeit. Грузоподъемность. Die Tragfähigkeit. Die Tragfähigkeit der Brücke beträgt 5 Tonnen. Грузоподъемность моста составляет 5 тонн. Trotzdem. Несмотря на это, хотя. Trotzdem. Er schläft, trotzdem arbeitet sie. Он спит, хотя она работает. Überzeugend. Убедительный. Überzeugend. Er präsentierte seine Argumente überzeugend. Он убедительно представил свои аргументы. Die Wartung. Обслуживание. Die Wartung. Du musst regelmäßig die Wartung durchführen. Вам необходимо регулярно проводить техобслуживание. Die Bedienung eines Geräts. Управление устройством. Die Bedienung eines Geräts. Ich erlerne die Bedienung eines Geräts. Я изучаю управление устройством. Das Bedienungsproblem. Проблема с управлением. Das Bedienungsproblem. Sie konnten das Bedienungsproblem lösen. Они смогли решить проблему с управлением. Etwas beheben. Исправить что-то. Etwas beheben. Er muss das Problem beheben. Он должен исправить проблему. Etwas beseitigen. Устранить что-то. Etwas beseitigen. Er will das Problem beseitigen. Он хочет устранить проблему. Das Display. Display. Das Display. Sie schalten das Display ein. Они включают дисплей. Einerseits. С одной стороны. Einerseits. Einerseits verstehe ich deine Argumente. С одной стороны, я понимаю ваши доводы. Andererseits. С другой стороны. Andererseits. Andererseits hat er auch recht. С другой стороны, он тоже прав. Die Einstellung. Настройка. Die Einstellung. Er hat eine positive Einstellung. У него позитивный настрой. Die Elektronik. Электроника. Die Elektronik. Sie schaltet die Elektronik aus. Она отключает электронику. Etwas entkalken. Удалить накипь. Etwas entkalken.
Wir müssen die Kaffeemaschine entkalken. Мы должны удалить накипь из кофемашины. Etwas erhitzen. Нагреть что-то. Etwas erhitzen. Ich werde die Suppe erhitzen. Я нагрею суп. Etwas herunterladen. Скачать что-то. Etwas herunterladen. Sie muss noch etwas herunterladen. Она должна еще что-то скачать. Je testo. Чем тем? Je testo. Je schneller rennt, desto früher kommt an. Чем быстрее он бежит, тем раньше он придет. Der Kaffeesatzbehälter. Отсек для кофейной гущи. Der Kaffeesatzbehälter. Leert den Kaffeesatzbehälter aus. Он опустошает отсек для кофейной гущи. Die Mechanik. Механика. Die Mechanik. Sie untersuchen die Mechanik des Systems. Они исследуют механику системы. Das Menü. Меню. Das Menü. Ich würde gerne das Menü sehen. Я бы хотел посмотреть меню. Etwas nachfüllen. Добавить что-то. Etwas nachfüllen. Sie muss den Tank nachfüllen. Она должна добавить топливо. Die Programmierung. Программирование. Die Programmierung. Lernt die Programmierung. Он учит программирование. Etwas reinigen. Почистить что-то. Etwas reinigen. Ich muss das Auto reinigen. Мне нужно почистить машину. Die Reinigungstabletten. Чистящие таблетки. Die Reinigungstabletten. Sie wird die Reinigungstabletten morgen benutzen. Она будет использовать чистящие таблетки завтра. Etwas säubern. Вымыть что-то. Etwas säubern. Bitte säubern Sie das Regal. Пожалуйста, очистите полку. Etwas starten. Запустить что-то. Etwas starten. Ich möchte ein Projekt starten. Я хочу запустить проект. Der Stillstand. Простой. Der Stillstand. Sie brauchen dringend eine Pause. Они срочно нуждаются в перерыве. Die Störung. Неисправность. Die Störung. Der Techniker behebt die Störung. Техник устраняет неисправность. Umgehend. Немедленно. Umgehend. Ruft umgehend zurück.
Он перезвонит немедленно. Etwas verwenden. Использовать что-то. Etwas verwenden. Ich werde dieses Werkzeug verwenden. Я буду использовать этот инструмент. Etwas warten. Обслуживать что-то. Etwas warten. Ich muss mein Auto warten lassen. Мне нужно отдать свою машину на обслуживание. Zwar, aber... Хотя, но... Zwar, aber... Sie spielt zwar Klavier, aber sie singt lieber. Она играет на пианино, но предпочитает петь. In der Werkstatt. В мастерской. In der Werkstatt. Der Mechaniker repariert das Auto in der Werkstatt. Механик чинит машину в мастерской. Der Schlüssel. Ключ. Der Schlüssel. Steckt den Schlüssel ein. Он вставляет ключ. Etwas abbauen. Снять что-то. Etwas abbauen. Will den Stress abbauen. Он хочет снять стресс. Der Aktionstag. День акции. Der Aktionstag. Sie freuen sich auf den Aktionstag. Они с нетерпением ждут день акции. Etwas anheben. Поднять что-то. Etwas anheben. Könnten Sie das Buch anheben? Не могли бы вы поднять книгу? Der Auszubildende. Ученик. Der Auszubildende. Lernt schnell im Unternehmen. Он быстро учится в компании. Die Autobatterie. Автомобильный аккумулятор. Die Autobatterie. Der Mechaniker überprüft die Autobatterie. Механик проверяет автомобильный аккумулятор. Die Azubis. Стажеры. Die Azubis. Die Azubis haben Deutsch in der Schule gelernt. Стажеры изучали немецкий язык в школе. Die Bremsflüssigkeit. Тормозная жидкость. Die Bremsflüssigkeit. Erneuert die Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre. Он заменяет тормозную жидкость каждые два года. Die Drahtbürsten. Проволочные щетки. Die Drahtbürsten. Reinigte den Grillrost mit Drahtbürsten. Он чистил решетку гриля проволочными щетками. Etwas eindrehen. Завинтить что-то. Etwas eindrehen. Wird den Deckel eindrehen. Он закрутит крышку. Etwas einfetten. Смазать что-то.
etwas einfetten. Wir müssen die Pfanne einfetten. Мы должны смазать сковороду. Etwas einfüllen. Налить что-то. Etwas einfüllen. Könnten Sie das Wasser einfüllen? Не могли бы вы налить воды? Etwas einlagern. Хранить что-то. Etwas einlagern. Ich möchte etwas einlagern. Я хочу что-то сохранить. Etwas erledigen. Выполнить что-то. Etwas erledigen. Ich werde das später erledigen. Я выполню это позже. Etwas festdrehen. Затянуть что-то крепко. Etwas festdrehen. Verwenden Sie bitte den Schraubenschlüssel. Пожалуйста, используйте гаечный ключ. Das Frostschutzmittel. Антифриз. Das Frostschutzmittel. Er gießt das Frostschutzmittel in den Kühler. Он наливает антифриз в радиатор. Der Kratzer. Царапина. Der Kratzer. Sie kratzte den Lack des Autos. Она поцарапала лак машины. Kunden aufrufen. Призывать клиентов. Kunden aufrufen. Die Verkäufer rufen die Kunden auf. Продавцы призывают клиентов. Etwas lösen. Открутить что-то. Etwas lösen. Er möchte etwas lösen. Он хочет что-то открутить. Die Muttern. Гайки. Die Muttern. Die Mechaniker ziehen die Muttern fest. Механики затягивают гайки. Etwas nachfüllen. Пополнить что-то. Etwas nachfüllen. Ich kann heute den Tank nachfüllen. Я могу сегодня пополнить бак. Der Ölstand. Уровень масла. Der Ölstand. Der Ölstand muss regelmäßig überprüft werden. Уровень масла должен регулярно проверяться. Etwas platzieren. Разместить что-то. Etwas platzieren. Sie müssen das Gemälde noch platzieren. Вам нужно еще разместить картину. Die Probefahrt. Test Drive. Die Probefahrt. Er entschied sich für eine Probefahrt. Он решил сделать Test Drive. Das Profil. Protector. Das Profil. Ich werde dein Profil aktualisieren. Я обновлю твой профиль. Die Rabattaktion. Акция со скидкой. Die Rabattaktion.
Sie schließen die Rabattaktion ab. Они завершают акцию со скидкой. Das Radkreuz. Крестовина для колес. Das Radkreuz. Sie montierten das Radkreuz am Auto. Они установили крестовину для колес на машину. Die Radnaben. Ступицы колес. Die Radnaben. Sie müssen die Radnaben regelmäßig schmieren. Вам нужно регулярно смазывать ступицы колес. Der Reifendruck. Давление в шинах. Der Reifendruck. Ich überprüfe den Reifendruck. Я проверяю давление в шинах. Der Schlagschrauber. Ударный гайковерт. Der Schlagschrauber. Er schraubt mit dem Schlagschrauber. Он закручивает гаечный ключ. Die Schrauben. Винты. Die Schrauben. Er schraubt die Schrauben fest. Он крутит винты крепко. Der Wagenheber. Домкрат. Der Wagenheber. Er hebt den Wagen problemlos. Он поднимает автомобиль без проблем. Die Mobilität der Zukunft. Мобильность будущего. Die Mobilität der Zukunft. Ich hoffe auf Innovation. Я надеюсь на инновации. Die Abgase. Выбросы. Die Abgase. Der Motor produziert schädliche Abgase. Двигатель вырабатывает вредные выбросы. Autonomes Fahren. Автономное вождение. Autonomes Fahren. Sie interessieren sich für autonomes Fahren. Вас интересует автономное вождение. Etwas befürworten. Поддерживать что-то. Etwas befürworten. Ich befürworte deine Idee. Я поддерживаю твою идею. Das Carsharing. Автомобильное каршеринг. Das Carsharing. Sie lässt sich das Auto leihen. Она берет автомобиль на прокат. Das Elektroauto. Электромобиль. Das Elektroauto. Sie schalten das Elektroauto ein. Они включают электромобиль. Energieintensiv. Энергоемкий. Energieintensiv. Die Fabrik produziert energieintensiv. Завод производит энергоемкие продукты. Erschweren. Усложнять. Erschweren. Die schlechte Sicht erschwert die Situation. Плохая видимость усложняет ситуацию. Der Individualverkehr. Индивидуальное движение. Der Individualverkehr.
Wir unterstützen den Individualverkehr. Мы поддерживаем индивидуальное движение. Der Klimawandel. Изменение климата. Der Klimawandel. Die Regierung investiert in den Klimawandel. Правительство инвестирует в изменение климата. Die Lärmbelästigung. Шумовое загрязнение. Die Lärmbelästigung. Er beschwerte sich über die Lärmbelästigung. Он пожаловался на шумовое загрязнение. Die Luftverschmutzung. Загрязнение воздуха. Die Luftverschmutzung. Die Luftverschmutzung in Städten nimmt zu. Загрязнение воздуха в городах увеличивается. Die Mobilität. Мобильность. Die Mobilität. Sie schätzen die Mobilität in der Stadt. Они ценят мобильность в городе. Das Park and Ride. Парковка и поездка. Das Park and Ride. Sie nutzen gerne das Park and Ride. Они часто пользуются парковкой и поездкой. Etwas sperren. Блокировать что-то. Etwas sperren. Er hat sein Handy ausgesperrt. Он заблокировал свой телефон. Überflüssig. Излишний. Überflüssig. Die Diskussion war überflüssig. Обсуждение было излишним. Etwas überlasten. Перегружать что-то. Etwas überlasten. Sie sollte ihren Körper nicht überlasten. Она не должна перегружать свое тело. Umsteigen auf. Переходить на что-то. Umsteigen auf. Ich muss in Berlin umsteigen. Мне нужно пересесть в Берлине. Umweltfreundlich. Экологически чистый. Umweltfreundlich. Wir sollten umweltfreundliche Produkte kaufen. Мы должны покупать экологически чистые продукты. Das Verkehrsnetz. Транспортная сеть. Das Verkehrsnetz. Die Stadt plant, das Verkehrsnetz zu erweitern. Город планирует расширить транспортную сеть. Verzichten auf. Отказываться от чего-то. Verzichten auf. Sie sollte auf das Rauchen verzichten. Она должна отказаться от курения. Vorrang haben. Иметь приоритет. Vorrang haben. Die Sicherheit hat Vorrang im Straßenverkehr. Безопасность имеет приоритет на дороге. Jeden zwingen. Заставлять каждого. Jeden zwingen. Sie können niemanden zwingen. Вы не можете заставить никого.
Deutsch, Wörter. Пожалуйста, подпишись на мой YouTube-канал.